Und damit herzlich willkommen zu Folge 1 von The Long Dark, einem neuen Spiel hier bei mir. Neu ist das Spiel allerdings gar nicht mehr, denn es ist ja schon, kann man jetzt schon sagen, schon etwas älter. Allerdings, ja, man merkt es ja auf meinem Kanal, dass ich eigentlich im Moment nie wirklich neue Spiele spiele, sondern auch so ein bisschen privat für mich so das eine oder andere nachhole. Was ja gar nicht schlecht ist, weil es gibt eine Menge Spiele, die man wertschätzen kann. Und dieses Spiel habe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr lange auch im Blick. Denn ich habe es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, ich liebe Wintersetting. Ich liebe es, wenn so langsam die düsteren Tage losgehen, alles ab Herbst, das sind so meine Zeiten. Und wenn ich jetzt hier diesen Startbildschirm schon sehe, da wird mir richtig wohl ums Herz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt. Es gibt ja mittlerweile den sogenannten Wintermute. Also der auch, wie es hier steht, eher auf die Story bezogen ist. Ich werde diesen Story-Modus wählen. Ich hoffe, denn das ist wohl ja auch so ein bisschen das Gute an dem Spiel, dass dieses Spiel wohl sehr instinktiv ist, also wenig, wohl wenig Tutorial-Hinweise gibt, in dem Sinne, wie man hier zu survivalen hat. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich wäre wahrscheinlich sehr, sehr darunter leiden auch und sehr viele Fehlschläge haben. Und aber das ist wieder so die typische Challenge-Time, die man ja auch so gerne hat in seinem Leben oder ich in dem Fall. Und ich hoffe, dass dieses Instinktive, was hier eben besprochen wird, auch in diesem Wintermute- und Story-Modus auch mit Inhalt ist. Und ja, Leute, ich wähle diesen Modus. Neue Story starten. Wenn du eine Story startest, werden deine vorhandenen Autosaves überschrieben. Jupp. Okay. Episode 1. Do not go Chandler. Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt. Nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist, ist Mackenzie kämpft um über. Es geht wieder los. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Okay. Also werde ich wohl jede Episode abschließen? So würde ich das jetzt verstehen? Okay, ist recht. Also ganz anders, als ich das jetzt gedacht habe, tatsächlich. Was ich sehr, sehr witzig fand, muss ich noch kurz erwähnen, ist die Tatsache, dass hier ja natürlich dieses Apokalypsen-Thema wieder Thema ist. Und aber bei Steam schon stand in der Beschreibung, dass mal keine Zombies am Start sind, was ich irgendwie auch ganz witzig fand. Okay. Wähle deine Erfahrung. Ja, ich bin eigentlich super unerfahren tatsächlich. Unerfahrener Überlebender. Für neue Spieler, die vor allem an bedachter Erkundung und der Geschichte interessiert sind. Die meisten Überlebenstechniken sind sehr einsteigerfreundlich gehalten. Wilde Tiere können angreifen, sind aber nicht so aggressiv. Okay. Fähiger Überlebender. Für Spieler mit gewisser Erfahrung, die eine Mischung aus Erkundung und Überlebenskampf suchen. Wilde Tiere kommen nicht allzu häufig vor, können dich aber aufspüren. Die Überlebensmechaniken sind anspruchsvoll, aber es gibt reichlich Ressourcen. Schwierig für mich tatsächlich. Ich würde jetzt einfach mal mittelmäßig sein und den mittleren Schwierigkeitsgrad wählen. Das würde ich mir schon zutrauen, dass ich das schaffe. Story benennen. Story-Modus 1. Dann nimm das doch an.
Hinterland präsentiert. Ist cool. Ich bleib mal dabei, Leute. Naja. Schön. Es gibt wieder Polarlichter. Schön. Okay, ich denke mal, wir sehen jetzt hier so Stück für Stück diese ganzen Episoden, beziehungsweise die Personen, die sich in diesen Episoden befinden. Und irgendwie werden die auch miteinander zusammenhängen. The Long Dark. Ich hab Bock, Leute. Okay, ja, da bin ich. Oder? Nee, ich bin da noch gar nicht. Okay. Ich glaube, es wird ein richtig schönes atmosphärisches Spiel. Astrid. Oh, ich bin schon verletzt. Alter. Das geht ja gar nicht gut los. Okay, ja. Nur 12 Stunden. Raseninsel. Anger. The Joker. Seems about right. Okay, jetzt feels geht's like los. Another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Alles klar. Erinnerungen, neues Ziel, dir ist kalt, mach ein Feuer. Okay, sieht die aktuelle Missionsziel im Kreismenü oder bam bam bam, Tagebuch an. Ja, gern Spiel. Okay, ich probiere mich halt ein bisschen aus, Leute, ne? Okay, ja. Gesundheitschancen, Feuer machen. Ja, ja, das ist sehr, sehr umfangreich. Ich sehe das schon. Wunder, brauche ich. Nichts, Brandbeschleuniger, optional. Okay, ja. Sehr schön. Streichholzer. Holzer vor allen Dingen. Okay. Nehme ich natürlich. Rettungspapier. Naja, das kann man doch genau. Taucht das Zunder. Nehmen. Ich denke mal, das Handy ist für mich näher. Das kann ich nicht mehr nehmen, ist klar. Ist recht. Warte. Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days, since the quakes and all. Ich mag die Stimme schon extrem gerne. Okay.
Okay, Feuer machen. Ich gehe noch mal rein jetzt. Okay, ich habe jetzt halt Brenn. Ich bräuchte natürlich. Das ist ja alles Zunder. Genau. Und ich bräuchte jetzt eigentlich ein bisschen Holz, ne? Würde ich sagen. Bin ich auch, genau. Hammer. Schokoriegel. Frischer Schokoriegel, Schokolade und Nüsse. Oh ja, Kalorienverbrauch. Uiuiuiui, Leute. Okay, nehme ich erstmal. Okay. Schlafen will ich jetzt erstmal noch nicht. Billiger Cheap electric Elektroschrott. crap. Never works when you need it. Kräutertee? Ein Päckchen duftenden Tee. Das Etikett verheißt eine stärkende Wirkung und eine bessere Nachtruhe. Ja, nehme ich. Klarer Fall. Ich trinke ja jetzt im Moment gerade auch Tee, wie so eine Wahnsinnige. Also, Zeitungspapier nehme ich natürlich auch. Und ich gehe mal davon aus, dass ich auch gewichtmäßig auch irgendwann Probleme kriege. Das würde ich dem Spiel zumindest zutrauen. Aber die Zeitungen müsste ich dann noch locker mitkriegen. Okay, ja. Wasserflugzeug. Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Kia. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Okay, ich kann den aber nie einstecken. Ich dachte, dass ich mir jetzt vielleicht noch irgendwie was Wärmeres anziehen kann. Temperatur, okay. So, lasst mich mal kurz. Aktuelle Mission. Dir ist kalt, mach ein Feuer. Und wo war jetzt das Kreismenü? Okay. Rucksack, Schuhe. Alles klar. Die Frage ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde eins meiner Kleidungsstücke nehmen. So gesagt als Brennmaterial. Das wäre ja eigentlich auch eine Sache, die ich probieren könnte. Aber ich gehe jetzt erstmal raus, Leute. Beziehungsweise halt stopp. Jackrabbit Remote Transport. Zero flights a day to the mainland communities and, well, anywhere really. Okay, komme ich jetzt gar nicht raus? Leute, ich komme gar nicht raus. Das ist ja interessant. Okay. Also, alles klar. Seht ihr, und ich hätte jetzt wirklich schon meine meine Klamotten zerrissen, um Feuer zu machen, wenn ihr versteht. Statt Holz. Das war jetzt kurz gerade mein Gedanke, dass ich das ja irgendwie machen könnte. Okay. Holz. Feuer machen. Genau. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Oh Gott, ich glaube. Sag mal, ist wirklich so, dass rechts daneben Holz liegt. Unfassbar. Oh mein Gott. 29 Minuten. Gott.
bin ich dumm. Pretty late in the day. Guess I could take a nap. Gott, ey, das war ja richtig dumm. Du bist müde, mach ein Nickerchen. Hier? Also, dann gehe ich davon aus, dieses Jahr, dieses Augensymbol da unten, das wird der Schlaf, also meine Schlafanzeige sein, wie müde ich bin. Verstehe. Guck mal das Foto aber nur an. Okay. Aber wie lange ich schlafe, kann ich jetzt nicht sagen. Schade. Who could that be? Okay, Strom haben wir anscheinend. Okay. Da bin ich. Jack Rabbit Remote Transport. Mackenzie was speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, we could not be so damn. Whoa. Well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you... I mean, are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Sag doch mal was los, dass die Leute immer nicht miteinander reden. Furchtbar. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not... Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Okay. Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there.
I'll have to be careful about what else I take with me. Wähle zusätzliche Fracht aus. Optional. Okay. Okay, Astrid-Ausrüstung. Okay, ich hatte jetzt so ein bisschen damit gerechnet, dass ich hier komplett erstmal alleine bin. Dass Astrid jetzt hier vorbeikommt, ja, das überrascht mich tatsächlich wieder. Ist so cool, ey, mit dieser Haseninsel. Wie das auch dort drauf ist, auf dem Flieger. Astrid's Koffer. Okay, 5 Kilo. Astrid definitely doesn't want to talk about what's inside. Ah, okay, dort unten sehe ich's. Which means she's probably not supposed to have it. 30 Kilo. Astrid's traveling pretty light. Wherever she's going, she must not be planning to stay long. Okay, ja. Also ich könnte jetzt natürlich auch sagen... Hätte jetzt wahrscheinlich auch sagen können, ich nehme ihren Kram nicht mit. Der Koffer ist ja wichtig, das verstehe ich. Auf den Rucksack hätte ich jetzt wahrscheinlich auch verzichten können. Aber ich bin ja nun kein Schwein. Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich hier eine Freundin habe. Aber bevor wir hier losdampfen, Astrid. Leuchtpistolenkit. Erste Hilfe. Notfallnahrung. Okay. Lasst mich noch mal ganz kurz gucken. 13,4 Kilo habe ich jetzt am Start. Okay, ich kann noch ein bisschen was mitnehmen. Schokoriegel würde ich jetzt einfach mal freezen. Ich meine, Eis drauf. Was war das hier? Das sind die Streichhölzer. Der Koffer. Kleidung. Ja gut, also... Ich meine, das ist jetzt nicht viel, ne? Aber ich hab ja die Streichhölzer. Probably best to have some extra meds just in case. Ja. Was ist das? Leuchtpistolenkit? Water, Energy Bars, Purification Tablets. Breakfast of Champions. Nehme ich natürlich, ist klar. So, was habe ich an Sachen an? Ich habe jetzt nur den Pulli an, ne? Ist das richtig? Mal hier, Klamotten, genau. Nur ein Hemd habe ich als Oberteil und ein Pullover. Okay, das kommt mir ein bisschen wenig vor. Ich kann diesen Parka nie anziehen, leider. Oh, schade. Und ich mache jetzt auch irgendwie Geräusche. Okay, super spannend. Wasser. Okay, ja. Naja, ich denke mal, dass in meinem Notfallnahrungskoffer Wasser ist, oder? Ich hoffe es. Spüle. Nichts am Start. Okay, gibt es hier noch irgendwo ein Wässerchen für mich? Nee, ne? Alles klar. Ja. Schwierig. Ich habe jetzt 23 Kilo. Okay, ich lasse das jetzt erstmal dabei. Ich könnte jetzt natürlich die Leuchtpistolen-Muni noch mitnehmen. Aber... Ich werde durchsuchen. Ja. Ach so. Ja, mach das doch da rein. Ja, das ist ja absolut genial. Okay, dann lassen wir das aber mal drin. Anders? Nee, warte mal. Wir machen das so rum.
Das ist ja noch geiler. Just need to grab my parka and we can go. Alles klar. Ja, das ist natürlich genial. Jetzt kann ich den Parka nehmen? Ach so, jetzt geht's schon los. Ah, shit, jetzt hätte ich natürlich die Leuchtpistolen noch mitnehmen können. Egal. Ich muss mit meinen Entscheidungen leben können. I see you're still wearing it. Hm? Wearing what? Your ring. Our ring. Ah. Oh. Yeah. I mean. Oh. I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. Ach kommt, Leute, da muss doch noch was laufen. Könnt ihr mir doch nie erzählen. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Hmm. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. Oh nee, war so klar. Bestimmt direkt in die Bärenhülle rein. Shit. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Die Koffer waren zu schwer, Leute. Will? Der Zusammenbruch. Okay. Oh, bitte lass sie jetzt nicht tot sein. Ah, okay, das war der Vorspann, Leute. Oh Gott. Bitte näher. Astrid! Oh Gott, Must have gone right through the windshield. Trees broke my fall. Oh, mostly. Kapitel 2, der Absturz. Need some first aid. Ja, aber das habe ich doch im Inventar. Hä? Ach hier. Hä, aber wo ist denn der erste Hilfekasten? Need to find some place to escape this cold. Okay. Oh, ich bin super krass. Flugzeugsturzopfer. Schmerzen. So. Cold. Ja, scheiße. Okay, geh erstmal hier irgendwie rein. Nutze Feuer, um Schnee zu schmelzen, Essen zu kochen und nicht zu erfrieren. Wird mir jetzt wenigstens irgendwie ein bisschen warm? Ich
meine, rein theoretisch, wenn ich jetzt an diesem Feuer stehe. Das verstehe ich nicht. Flugabsturzopfer, Blutverlust, ne, verwenden. Wer heilt? Aber ich habe doch jetzt noch mehr Wunden, oder? Ach, hey, Bitch. Okay, das ist schon knackig. Was ist das? Karton. Auseinandernehmen. Zündbange, Metallsplitter. Mache ich jetzt einfach. Wer hat das Bett eigentlich aufgebaut? Würde ich eigentlich auch gerne mal wissen. Scheiße. So. Teilschrottsplitter. Stock. Nehmen. Zeitung für Zunder. Nehmen. Altholz. Nehme ich. Stock. Nehme ich. Hab ich die Streichhölzer noch, Leute? Das wäre ja der absolute Traum. Und wie kann ich jetzt Feuer machen, Leute? Wie geht das? Was? Herstellen. Material, Altholz von... Genau. Okay. Ah, ja, ja. Kann ich das jetzt einfach... Also ich muss mir doch irgendwie eine Feuerstelle bauen. Nur wie mache ich das? Indem ich das jetzt hier ablege? Ich muss das irgendwie mal ausprobieren, Leute. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, so. Jetzt, Zeitung. Aktion. Zunderbündel. Zerlegen. Okay, ja. Ablegen. Zurück. Ja, ja, aber das klappt doch jetzt so nie, Leute. Weil wenn ich jetzt hier die Streichhölzer nehme, verwenden. War hier nicht gerade aber irgendwas zum Anzünden? Nee. Okay. Mach ein Feuer, versuche aus der Schlucht zu klettern. Okay, ich stelle mich wirklich ein bisschen an wie der erste Mensch gerade. Ich gebe es auch wirklich gerne zu. Kannst du das so ausrüsten? Zurück. Denn ich habe noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie ich jetzt hier Feuer mache. Ich lege das halt dahin. Genau. Mache ein Feuer. Genau, das haben wir ja verstanden. Ich krieg das alles raus, Leute. Warte, Aktion. Ich meine, rein theoretisch. Ah. Alles klar. Ich habe jetzt irgendwas gedrückt, Leute. Die 4. Keine Ahnung. Feuer machen. Keine Ahnung. Come on.
I don't feel so good. Genau. I need to rest up. Mir geht's gut. Hörst du prima. Was ich nur gerne mal wissen will, ist, wie ich mir eine Waffe ausrüste. Das wäre so meins jetzt. Tatsächlich. Das wäre cool zu wissen. Denn das hier könnte doch eine Waffe sein, oder? Hier. Exakt. Werkzeug. Kannst du das auch ausrüsten? Nötigst Wetzstein. Okay, ich kann das irgendwie. Okay. Okay, ich müsste jetzt erstmal schlafen. Mach ich jetzt. Das Ding ist, dass ich natürlich auch jetzt, wenn ich früh auffahre, wieder Energie verloren habe. Durch Schlafen, oder? Geheilt. Astrid hasn't come looking for me. Which means she can't come looking for me. Because she's hurt. Or worse. Ich weiß nicht, ob die das überlebt hat. Better get back up to the crash site. Kletter aus der Schlucht. Ich fühle mich irgendwie noch nicht so, dass ich das gerne machen will. Nehmen. Nehmen. Okay. Ich hatte doch ein Nahrungspaket. Essen und Trinken. Das ist aber alles weg jetzt, Leute. Richtig schade. Abbrechen. Also ich würde mir natürlich als allererstes gerne eine Waffe bauen. Stelle deinen Zustand wieder, in dem du dich ausruhst. Naja. Auch alles ganz super. Okay, ich bin halt kurz vorm Abnebeln, Leute. Ich muss mich jetzt nochmal ausruhen. Ah, jetzt kann ich mir das auch aussuchen, wie lange ich schlafe. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn ich das nicht mal hätte machen können. Denn das Spiel ist ja doch sehr umfangreich. Gott, ich bin kurz vorm Abnebeln, Leute. Ich bin sowas von tot. Ja, Gott, noch einmal. Habe ich irgendwas zum Verbinden? Kann ich damit irgendwas machen? Stoff. Reparieren. Ja, reparieren würde ich das nie wollen. Medizin habe ich nie mehr. Okay, ich werde jetzt schon in der ersten Folge sterben, Leute. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich mir... ich hatte jetzt so ein bisschen gehofft, dass ich mir aus dem Stoff wiederum Bandagen machen kann. Wenn ihr versteht. Und irgendwie die Wunden, weil ich ja irgendwie am Bluten war, dass ich die wiederum damit abbinden kann, so druckverbandmäßig. Aber irgendwie habe ich es noch nicht ganz so raus gerade. Es ging irgendwie näher. Letzter Autosave. Genau. Erdenanzeiger. Moment, okay. Bin ich wieder hier. Feuer brennt. Alles klar. Keine andere Lichtquelle. Keine Waffen. Ich würde halt gerne mal die Streichhölzer aus der Packung nehmen. Jetzt näher.
du die Streichhölzer mal wegnehmen? Zion. Zeit zum Zerlegen. 5 Minuten. Zünderbündel. Okay, ich muss mich erst ein bisschen ausprobieren, Leute. Ich kann ja jetzt im Moment erstmal nicht raus. Und von daher muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Zion. Stoff. Benötigte Materialien. Okay, ich kann das nur reparieren. Doch, hier zerlegen. Da steht's da jetzt. Okay, aber dann nicht den Pullover. Mach mal bitte die Socken. So, genau. Jetzt zerlege ich das. Dann habe ich Stoff. Und wenn ich Stoff habe, kann ich mir doch Bandagen bauen. Hier, so. Aktion. Verband. Oh, Gehirn. Ich liebe dich. Einfach instinktiv bleiben. Gar nicht großes Drama machen. Ja, genauso rede ich mit mir, wenn ich solche Spiele spiele. Oh Gott. Verwenden. Ja. Mach das mal. So, geheilt. Dann sage ich verwenden. Bäm. Okay. Wie viele Wunden habe ich jetzt noch? Und können wir nochmal das Feuer nachzündern? Feuer machen. Okay, habe ich alles noch? Ist alles cool. Ich sollte vielleicht auch nicht so viel Feuer machen, weil ich mir das wahrscheinlich auch aufheben muss, ne? Egal, ich habe es jetzt getan. That didn't work. Hat nicht geklappt. Schweine. Okay, ja. Was kann ich denn noch entbehren? Habe ich eine Unterbuchse an? Mütze. Ja, ist natürlich persönlich mein Lieblingskleidungsstück. Wie man es auch an mir so schön sehen kann. Thermo-Unterwäsche. Und wo ist eigentlich mein Parker? Den habe ich doch extra angezogen. Ihr Schweine. Okay, ich muss die Mütze zerlegen. Ich brauche jetzt wirklich Bandagen, Leute. Oh, ich krieg nur eine. Oh, 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 oh. Okay, kurzer Moment. Mir ist kalt. Feuer machen. Come on. Bitte. Bitte. Are you serious? Oh. Ah. Okay, was mache ich falsch? Zunder. Ist doch alles am Start. Brandbeschleuniger. Optional. Gott. Come on. Bitte. Bitte. Are you serious? Oh, es klappt nie, Leute. Es klappt einfach nie. Und draußen ist so viel Feuer. Hier kann ich mich aber nie aufwärmen, ne? Das Schweine, ey. Okay. Dann versuche ich jetzt zu pennen. Aber ich werde erfrieren, oder? Ich habe da jetzt kein Feuer neben mir. Ist doch logisch. Astrid hasn't come looking for me. Naja. Which means she can't come looking for me.
Kein Wasser, kein gar nichts. Because she's hurt. Wenn er so kommuniziert, kann ich leider mich auch gar nicht bewegen, Leute. Das ist ein bisschen schade. Ist. Feuer machen. Gott, ey, ich mache bestimmt einen richtig großen Fehler. Aber ich kann hier raus, weil mir kalt ist. Come on. Feuer habe ich, also Holz ist ja drin. Ja? Well, oh. Thank goodness for that. Wie lange hält das jetzt? 28 Minuten. Okay, erstmal kurz aufwärmen. Warum nimmt er die Streichhölzer nie mal weg? Macht mich auch wahnsinnig. Okay, ich habe halt ein Wasserproblem. Und ich muss Schnee nehmen, hat er ja gesagt, ne? Ich soll Schnee nehmen. Aber wie nehme ich den Schnee? Ich habe ja die Hände gar nicht frei. Wie kann ich den Schnee nehmen, Leute? Ach je. Na, ihr habt jetzt halt, ne? Bin so dumm. Okay, ja. Klar, ich bin jetzt halt dehydriert, weil ich diesen Schnee nie genommen habe. Aber wie soll ich Schnee nehmen? Ist ja direkt vor meiner Nase. Zu windig. Ich will ja aber auch die Streichhölzer nie haben Spiel, sondern ich würde gerne... Oh Gott, ist das fies. Ja. Okay, Leute. Es ist wirklich super, super knackig. Und ich bin so froh, dass ich den anderen Schwierigkeitsmodus den genommen habe. Ich schaffe das, Leute. Ich muss einfach nur nochmal herausfinden, wie ich hier Sachen nehmen kann. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und wie der diese Streichhölzer mal aus der Hand nimmt. Feuer brennt noch. Okay, ja. Muss mal kurz in die Steuerung gucken. Nee, das am besten näher, sondern mal die Tastenbelegung. Wie kann ich denn Aktionen schießen, platzieren, zielen, werfen? Alles klar. Und ich würde aber gerne mal. Survival-Modus, Tab, Status, Rucksack, Kleidung, Tagebuch, Karte, Waffe tragen, Köder ablegen, Feuer machen, ist die 4. Gut, das war wirklich Glück. Das Ding ist, selbst wenn ich den Schnee nehme, habe ich ja eigentlich nie wirklich ein Gefäß dafür, um das abzukochen. Das ist ja eigentlich dann das nächste Thema, ne? Ja. Okay, ja. Zurück zum Spiel, yep. Und aus irgendwelchen Gründen nervt mich, dass da dieser Finger die ganze Zeit in der Hand hat. Okay, ja, warte mal. Das nochmal. Aktion. Verleg das mal bitte. Ruhe. Okay, ja. Dann haben wir das. Dann machen wir uns zwei Verbände. Mal, Leute, ich glaube, ich hab's. Kann ich den noch verwenden? Bin ich noch verletzt? Okay, ich bin halt, hab super viele Wunden, oder was?
Verstauchtes. Schmerzen. Okay, verstaucht ist aber nie bluten. Also muss ich das nie machen. Okay, alles klar. Ich habe doch diese Dose. Verwenden. Ihr wisst, was ich machen will, oder? Ich will nämlich mit dieser Dose, würde ich jetzt gerne Schnee sammeln. Verwenden. Leiden unter Kühlungsrisiko. Ah. Ich kann die hier auf jeden Fall hinlegen. Die Unterkühlung. Drehen, nach rechts drehen, links drehen. Nee, nee. Platziere die einfach mal. Und jetzt ist das Feuer wieder aus. Wasser. Ach, je. Okay, ich... Das Problem ist, ich muss dieses Feuer am Laufen halten. Brennt auf jeden Fall. 30 Minuten. Was nie wirklich 30 Minuten sind. So. Wie nehme ich diesen doofen Schnee bitte? Ja, ich komme nie raus, Leute. Ich brauche halt Schnee. Aber ich kann ja hier kein... Nein. Ich kann ja hier keinen Schnee nehmen. Und sofort wird mir kalt. Okay, ich kann einfach da nicht raus, Leute. Und wenn ich jetzt schlafen gehe, sterbe ich, weil ich dann wieder ein Wasserproblem habe. Es ist also, ich bin gerade im Kreislauf drin. Und alles, was ich tue, bedeutet, dass ich was anderes verliere. Und ich würde wirklich so gerne das Streichholz mal aus der Hand nehmen. Was gibt es denn hier? Du musst doch nicht die ganze Zeit diese Streichhölzer in der Hand haben, mein Freund. Keine Schusswaffen. Nee, gib mir doch ein, hier liegt so viel Schnee rum. Warum nimmst du den Schnee? Nee. Will. Wieso? Wir haben eine Dose. Too cold to think. Naja, das ist mir absolut klar. Ich ausruhst. Ja. Jetzt konnte ich mich auch nie entscheiden, wie lange ich schlafen will. Ja, das war mir eigentlich klar. Das war mir absolut klar. Ich verstehe das nicht, warum der den Schnee nicht nimmt. Or worse. I'd better get back up to the crash site. Ich stehe es wirklich näher. Dorf. Nehmen.
haben die den jetzt mit Absicht hier hingelegt, weil die wissen, dass ich nicht vorankomme, oder? Oh mein Gott. Das ist traurig. Scheiße. Aber es ist doch bescheuert, warum kann ich diesen Schnee nicht nehmen? Das gibt's doch gar nicht. Also, wie dumm muss man denn sein? Come on. Ich hab's doch schon kapiert. Aber das Spiel lässt mich diesen Schnee nicht nehmen. Weil der die ganze Zeit diese bescheuerten Streichhölzer in der Hand hat. Wasser, jetzt geht irgendwas. Schnelles Schmelzen. Hä? Aber wieso? Wie denn? Wasser unsicher. Aufheben. Was hat er jetzt gemacht? Recycelte Dose. So, nochmal. Schnelles Schmelzen. 50 Liter. Aber wo kommt dieses Wasser jetzt her? Ich raff's nicht. Wasser, vor dem du krank werden kannst. Zurück. Wasser. Aufheben. Leute. Karin. Zurück. Wasser. Genau. Kochzeit. Dann macht es doch. Schnee. 19 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Karin. Kochen. Okay, die Begriffe sind für mich so ein bisschen schwierig. Also ich verstehe schon, was Garen und Kochen ist. Aber... Okay, habe ich noch irgendwas zum Essen im Inventar? Ich frage mich auch, warum ich diese bescheuerte Nahrungskiste mitgenommen habe. Obwohl ich die jetzt aber verloren habe. Schweinerei ist das. Ist Schweine. Ach, hier. Okay. Ja. Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich gleich wieder sterben. Weil natürlich jetzt... nehmen... Kannst du das nicht einfach trinken? Karin. Yeah. Okay, 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 okay. Einen Stoff hinzufügen. Ja, danke. Okay, 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 okay. Ich kann das auch zum Laufen halten. Wasser. Wasser kochen. Exakt. Was sollst du eigentlich machen? Okay. Ja, es ist absolut am Limit hier, die Nummer. Absolut am Limit. Das Einzige, was ich in der Hand habe, sind Streichhölzer. Ich weiß halt wirklich nie, wann der den Schnee jetzt eingesammelt hat. Es könnte halt jetzt daran liegen, dass diese Dose vorher draußen stande. Aber mir fehlt
um das instinktiv zu machen, fehlt mir diese Animation zu sagen, ich nehme mir Schnee, gehe zu dieser Dose und koche das halt ab. Versteht ihr, was ich meine? So, ich muss nachzundern. Brennstoff hinzufügen. Zurück. Okay, ganz, ganz krass am Limit. Verkocht. Achso, Trinkwasser. Trinken. Okay, Wasser ist einigermaßen okay, aber jetzt habe ich natürlich das andere Problem. Schnee schmelzen. Mach das bitte. Jetzt habe ich natürlich das Essen-Problem, ne? Okay, Essen, Essen. Okay, ja. Na, das Problem ist, wenn ich das jetzt nehme, dann werde ich sterben, weil das 12 Minuten dauert. Irgendwie habe ich die ganze Zeit den Drang, dieses Feuer nachzuzündern. Wie lange hält es jetzt? Okay, etwas länger. Okay. Ja, schön. Ich könnte mir ohne Fackel machen. Ist auch ganz toll. Ich muss halt was zu essen finden, Leute. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Temperatur im Blick. Oh Gott, ey. Und fühle mich aber auch noch gar nicht ready, um irgendwie die Base zu verlassen. Gott, geht so übelst runter. Stoff? Ja. Ah, und vor allen Dingen hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich das gewusst, ey. Hätte ich wirklich auch meine Klamotten hier so zerlegt. Das ist natürlich dumm gewesen. Schade. Sehr, sehr schade. Okay, ja. Naja, ich kann das halt nie überleben, weil ich kein Essen habe, ne? Unsicher. Bis zum Garpunkt warten. So, jetzt bitte. Nee. Ah, jetzt habe ich das Unsichere getrunken, ne? Okay, Wasser ist okay. Aber Essen, Leute. Essen, 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 Essen. Okay. Ich komme hier auch irgendwie gar nicht raus, ne? Aus dieser Schlucht. Und das Einzige, was hier blieb, war, die Kisten zu zerlegen. Auseinandernehmen. Nee, nee. Ist auch nichts drin in den Kisten. Nee, anscheinend nee, ne? Okay, ja. Hatte kurz gerade überlegt, ob das ja dumm ist, vielleicht die Kisten auseinanderzulegen. Wie? Ah. Bitte lass hier was zu essen drin sein. Streichhölzer. Ich drehe sie durch. Orangenlimo. Alles klar. Okay, kannst du das trinken? Ja, es bringt mir auch ein bisschen Nahrung. Habe ich mir nämlich gedacht. Trinkwasser. Okay.
Ja, es reicht aber nicht, Leute. Es reicht nicht. Ja. Aber es ist scheiße. Ich fühle es richtig, ne? Du kannst richtig... Nein! Scheiße, ey. Scheiße, Leute. Ja. Oh Gott, ey. Okay, Leute. Ja, ich bin jetzt bei über eine Stunde. Ich wollte eigentlich gar nicht ausmachen jetzt. Ich merke auch richtig, der Ehrgeiz ist wirklich gepackt gerade, ne? Das wird knackig. Das wird wirklich wieder richtig knackig, die Nummer. Ich muss als nächstes in der nächsten Folge, muss ich auf jeden Fall Essen finden. Dadurch, dass das wohl dieses Startergebiet ist, wird da wahrscheinlich auch irgendwas sein, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist nur wirklich so dieser Kreislauf von, man will erstmal die ganzen Ressourcen verstehen, die man da bekommt. Und gleichzeitig läuft mir aber die Zeit halt weg. Weil während ich versuche, das zu verstehen, was ich zu tun habe, wie ich überleben kann, und ja offensichtlich meine Zeit brauche, in der Zeit schwindet mein Leben natürlich. Und ich bin wirklich gerade in diesem Teufelskreis gefangen, wo jede Sekunde zählt. Aber ich werde das schaffen und es kann ja nur besser werden. Und für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald, Leute. Tschüss.